Hey mein Lieber, in diesem Video werde ich dir eine 1:1 Anleitung geben, wie du es schaffst, deine Frau auf dem ersten Date zu küssen und das selbst dann, wenn du sie erst vor kurzem angesprochen hast. Vielleicht kommt dir diese Situation bekannt vor. Du hattest ein Date mit einer hübschen Frau, ihr habt euch auch gut verstanden und du denkst, dass es gut läuft, doch dann bringst du sie nach Hause und anstatt, dass sie dich noch mit in ihre Wohnung nimmt, ist für dich nur eine platonische Umarmung drin, als hättest du gerade deine Großmama verabschiedet. Dabei hattest du eigentlich für diesen Abend dir was anderes vorgestellt. Du bist mit ihr was trinken gegangen, du hast gemerkt, von deiner Seite her, es ist ein großartiges Match und du hast dir vielleicht auch schon gedacht, ja, ich würde mich jetzt gegen die Idee nicht wehren, sie mit nach Hause zu nehmen. Aber dann hast du es noch nicht mal bis zum Kuss geschafft. Steht sie jetzt nicht auf dich? Sieht sie in dir keinen attraktiven Mann? Mein Lieber, natürlich besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass sie einfach nicht auf dich stand, aber dann wäre sie höchstwahrscheinlich auch nicht mit dir auf ein Date gegangen. Was kannst du also aus diesem Gedanken einfach für dein nächstes Date ableiten? Ganz einfach. Menschen haben ganz allgemein tausende Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Und für schöne Frauen gilt das nochmal im Besonderen, denn ey, wenn du als schöne Frau einen Mann kennenlernen willst, reichen ein paar Stunden auf Tinder und du hast 11.000 Dates, die du ausmachen kannst. Warum sollte also eine Frau ausgerechnet mit einem Typen auf ein Date gehen, den sie so gar nicht attraktiv findet? Das ist dann auch schon der erste Tipp, der dich hier weiterbringen wird. Und das ist, stell das Gedankenkarussell ab. Statt endlos über hätte, könnte, würde, wenn und aber nachzudenken, konzentriere dich einfach auf das, was du hast. Sei selbstbewusst. Du hast die erste Hürde schon überwunden und ein Date ausgemacht. Also atme einfach mal tief durch und konzentriere dich mal auf das, was jetzt vor dir liegt. Genieß den Moment, hab Spaß mit dir, statt die ganze Zeit bei dir im Kopf zu sein. Übrigens, die beste Möglichkeit, um nicht so viel darüber nachzudenken, ob ein bestimmtes Date mit einer bestimmten Frau zu einem bestimmten Ergebnis führt, ist, dass du dir einfach Optionen schaffst. Und wenn du als Mann einmal feststellst... Hey, du bist mir draußen schon aufgefallen und ich fand dich mega cute. Hi, Matteo. Boah, Mädels, ich will gerade gar nicht eure Storytime überfallen, aber ich habe euch gerade von da drüben gesehen und ich bin gleich weg, aber du bist voll mein Typ und ich habe mich jetzt mega geärgert, nicht Hi zu sagen, ja. Wer bist du? Dass du im Alltag einfach so jederzeit Frauen kennenlernen und mit denen auf Dates gehen kannst, wenn du die einfach nur ansprichst, ganz ehrlich, dann wirst du auch automatisch viel selbstbewusster, weil du einfach viel weniger zu verlieren hast. Und wenn das eine Kunst ist, die du noch nicht gemeistert hast, dann keine Sorge, ich verlinke dir am Ende dieses Video noch ein anderes Video, wo du 1:1 genau das erfährst, was du brauchst, um Frauen einfach so im Alltag für dich begeistern zu können. Und ich weiß, dass der Kuss für viele Männer eine immense Überwindung ist. Ja, aber genau deswegen möchte ich dir einfach mit dem, was jetzt kommt, helfen, dass sich das direkt ändert. Als Männer ähneln wir nämlich einfach einem Lichtschalter. Ja, da gibst du aus und an. Aber Frauen sind eher wie so ein Dimmschalter. Da musst du langsam dran drehen und dann immer weiter und weiter und weiter und sie langsam nach oben regulieren. Und dabei hilft dir dann der zweite Tipp. Eine Reise von 1000 Schritten beginnt immer mit dem ersten Schritt. Wenn du also kein Tesla Model S bist, dann wirst du nicht von 0 auf 100 in 2,1 Sekunden beschleunigen können. Und ich weiß, ja, dass in Hollywood uns oftmals was anderes eingeredet wird. In vielen Büchern und Filmen wird uns vorgegaukelt, dass Anziehung so aus dem Nichts auf einmal bei Frauen explodiert. Der schüchterne Kollege macht keinerlei Anstalten, Nähe aufzubauen, aber trotzdem fällt dann die heiße Hauptdarstellerin ihm auf einmal im Aufzug über ihn her und reißt ihm dann die Klamotten vom Leibe. Oder ein Mann spielt den ganzen Abend über nur den perfekten Gentleman, drückt dir den Stuhl zurecht, hält dir die Tür auf und all das und bezahlt überall, fährt sie dann nach Hause und dann aus dem Nichts heraus, da küssen sie sich dann, während es regnet und im Hintergrund leise Wonderwall läuft. Doch wie wir wissen, ist das Leben kein Hollywood-Film und das Happy End kommt, wenn du es richtig anstellst, auch nicht erst ganz zum Schluss. Damit du von Anfang an in die richtige Richtung steuerst, solltest du bereits bei der Begrüßung den richtigen Rahmen setzen. Das heißt, gib mit der Begrüßung schon mal die Richtung an. Wenn du dich mit der Frau triffst, dann halt ihr nicht distanziert wie so ein Nerd die Hand hin, sondern streck deinen Arm aus, zieh sie zu einer Umarmung ran. Hab schon mal eine Hand an ihrem unteren Rücken. Und wenn es zu dir passt, dann kannst du auch schon mal ein Küsschen links und rechts geben. Das sollte sich idealerweise aber natürlich anfühlen. Das heißt, wenn du also sonst sowas nie machst, dann fang nicht erst auf Dates damit an, sondern gewöhnst dir einfach an, zu diesem Typen zu werden, der das immer wieder einfach bringt. Dann ist es auch normal für dich. Und achte darauf, dass die Berührung nicht zu lange geht, sondern brich sie von deiner Seite ab. Weil so fühlt es sich dann auch wirklich wie eine natürliche Interaktion an und nicht wie jemand, der einfach nur um jeden Preis von Anfang an touchy sein will. Denn das ist dann wiederum etwas, was Frauen nicht so feiern. Aber mach das richtig und du wirst merken, die Richtung des Dates wird direkt herzlich und es wird für die Frau vollkommen normal,
dass ihr beide euch nahe seid und dass Berührungen zwischen euch beiden stattfinden. Das führt uns auch schon zum nächsten Punkt. Bau die richtigen Berührungen ein. Anfangs an Stellen, die neutral sind, wo du auch deine Freunde berühren würdest. Also zum Beispiel an der Schulter oder am oberen Rücken. Und dann merkst du auch schon, wie sie darauf reagiert. Zieht sie sich zurück. Dann war es zu früh. Lehnt sie sich in die Berührung rein und fasst dich ebenfalls an. Dann kannst du den Schalter schon wieder weiter nach oben drehen. Die Befürchtung, was falsch zu machen und abgelehnt zu werden, macht einfach vielen Männern so viel Angst, dass sie lieber gar nichts machen, statt das Falsche zu tun. Aber genau deswegen, mein Lieber, ist dieser Tipp so mächtig. Denn die wirkliche Superpower heißt hier einfach Aufmerksamkeit. Ja? Sei aufmerksam. Wenn du aufmerksam bist und du die Signale der Frau beachtest, dann kannst du dich mit so kleinen Schritten voranarbeiten, dass du merkst, ob es ihr zu schnell geht, noch lange bevor es überhaupt die Stimmung killen würde. Nur Typen, die sich im Date nur auf sich selber konzentrieren oder in ihrem Kopf gefangen sind, denen entgehen solche Signale und die verlieren dann auch die Frau. Deswegen steigere dich einfach langsam rein und achte dann immer auf diese subtilen Signale von der Frau, dass du merkst, dass es gerade für sie okay ist und dass sie sich bei dir wohlfühlt. Und dann merkst du auch, dass sie entspannt bleibt oder sich sogar von sich aus auf dich zubewegt und dich anfasst, und dann kannst du da einfach easy weitergehen und wieder an dem Schalter drehen. Denn dann erzeugst du auch dieses sexuelle Knistern zwischen euch beiden, was sich dann idealerweise in ein paar Stunden zwischen euch beiden in euren Laken entladen wird. Wenn du also denkst, dass du diese Zeichen nicht so gut lesen kannst, dann fehlt es dir einfach noch an der Übung oder du warst noch nicht lange genug auf dem Kanal hier unterwegs. Denn auf dem Kanal hier findest du eine Menge Videos, die dir helfen, Frauen kennenzulernen, mit denen auf Dates zu gehen und vor allem auch diese Signale zu erkennen. Und ja, manchmal passiert es uns aber auch, dass wir bei den ganzen Informationen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen oder dass wir einfach möchten, dass uns jemand da direkt durchnavigiert, damit wir einfach viel schneller erfolgreich sind, weil wir keinen Bock haben, 1000 Jahre alleine uns irgendwelche Videos durchzuarbeiten und dann selber rauszufinden, wie es funktioniert. An der Stelle sei deswegen gesagt, ich habe vor kurzem bei einer ganzen Gruppe von Männern dafür gesorgt, dass die fast schon in Dates und Optionen ersaufen. Also, wenn du wissen willst, wie das passiert ist, dann klick einfach mal hier oben auf das E. Ich habe da ein Video drüber gemacht, das könnte dich auch nochmal richtig krass weiterbringen. Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Tipp. Wähle die Logistik weise. Wenn du mit der Frau beim Abendessen wie beim Interview gegenüber sitzt, ja, dann wird es halt auch schwer, ihr näher zu kommen, wenn du da über den ganzen Tisch drüber greifen müsstest, um überhaupt irgendeine Berührung stattfinden zu lassen, von der wir ja vorhin gesprochen haben, dass es dann wie den Dimmschalter die Frau einfach ein kleines bisschen aufkurbelt. Das heißt, da wird es einfach schwer, ihr näher zu kommen, denn einerseits trennt euch der Tisch und zum anderen möchtest du in einem Restaurant, wo viele Augen auf euch gerichtet sind, vor allem wenn es ein bisschen etepetete ist, ja auch nicht zu weit gehen. Mach dir also schon vor dem Date Gedanken, wo du mit der Frau hingehen willst. Wählt zum Beispiel Bars, wo ihr euch nebeneinander setzen könnt oder wo einfach übers Eck ihr einen bequemen Sitzplatz habt oder vielleicht gibt es ja sogar irgendwie eine dunklere Ecke, wo nicht so viele Leute irgendwas mitkriegen und man mehr Privatsphäre genießt. Oder bei gutem Wetter, gerade auch im Sommer, da kannst du auch mal ein Picknick machen im Park, wo ihr einfach ungestört seid. Und mit ein paar Änderungen an der Logistik, also an diesen Rahmenbedingungen, da fühlt es sich dann auf einmal auch viel natürlicher und entspannter an, die Berührung zu steigern. Und du wirst dich wundern, wie schnell sie mit ihrem Kopf an deiner Schulter hängt oder wie schnell du schon mit einer Hand ihr die Haare über den Hinterkopf streichelst. Und dann ist es auch nicht mehr so weit bis zum ersten Kuss. Ein kleiner Tipp am Rande, wenn du gute Bars in deiner Nähe suchst mit einer vorteilshaften Atmosphäre und einer sofaartigen Sitzmöglichkeit, in der man in der Privatsphäre versinken kann, dann schau einfach mal auf Google Maps, such nach Bars in deiner Nähe. Schau mal durch die Fotos der Location, die auf Google Maps hochgeladen wurden. So bekommst du direkt einen guten Eindruck von der Bar und weißt auch ganz genau, welchen Vibe das haben wird. Und das führt uns last but not least zu dem Kuss. Wenn du sie küssen willst und du die letzten Tipps, die du jetzt hier erhalten hast, befolgt hast und du dabei immer aufmerksam warst und die Signale der Frau beachtet hast, wann du den Dimmschalter hochdrehen kannst, dann hat die Frau zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon selbst ihre Berührung dir gegenüber verstärkt und ihr seid euch näher gekommen. Ihr habt Körperkontakt aufgebaut und ihr genießt einfach die gemeinsame Zeit mit einem guten Vibe. Wenn sie bis jetzt noch nicht geflüchtet ist, dann ist ihr klar, dass du sie küssen willst. Die Chancen stehen gut dran, dass sie sogar darauf wartet. Also, taste dich einmal langsam ran. Schau ihr mal tief in die Augen. Lass ein bisschen Spannung aufkommen. Schau ihr auf die Lippen. Und dann, nachdem du das 2-3 Mal wiederholt hast, mach einfach 90% des Weges und lass sie die letzten 10% gehen. Sollte sie dann doch wieder erwarten ablocken, dann lass sie nicht aus dem Konzept bringen. Bleib einfach locker und entspannt. Wahrscheinlich ist sie nur schüchtern, ansonsten wärst mit dem Date schon gar nicht bis zu diesem Punkt gekommen. Schau sie einfach an, lach und sag, du hast mich erwischt, ich wollte dich küssen, ja. Aber keine Sorge, ich werde es wieder tun, ja. Gib mir 5 Minuten, 38 Sekunden, dann probier es nochmal. Erstens lacht sie dann wahrscheinlich und zum anderen kannst du später dann einfach wieder probieren. Diesmal sogar mit Ankündigung, das heißt, wenn sie jetzt nicht schreiend wegrennt, dann weißt du auch, okay, das wird laufen. Aber mal ganz ehrlich,
Wenn du alles aus diesem Video richtig gemacht hast, dann hast du sowieso bis zu diesem Zeitpunkt so eine gewisse Anziehung zwischen euch beiden, die in der Luft liegt, dass es super unwahrscheinlich ist, dass es nicht direkt beim ersten Mal klappt. Also mach dir nicht so viel Gedanken. Du kriegst das hin. Aber denk immer dran, als Mann musst du einfach etwas tun, damit du Optionen hast, und du musst auch dafür sorgen, dass du entsprechend dieses Gedankenkarussell abgestellt bekommst, in dem einfach mehr Frauen für dich verfügbar sind und du auch, selbst wenn eine richtig heiße Frau vor dir sitzt, in der Lage bist, cool zu bleiben, nicht auf einmal einen Stock im Hintern zu haben, nicht auf einmal nicht mehr zu wissen, was du sagen sollst und auch nicht mehr auf einmal nicht mehr zu wissen, wie du jetzt weitermachen sollst, sondern einfach entspannt wie James Bond vor ihr zu sitzen und zu wissen, ich habe so viele Optionen, ich habe so viele Möglichkeiten. Ob da jetzt was draus wird oder nicht, kann mir eigentlich völlig egal sein. Und dazu musst du einfach rausgehen und Frauen ansprechen und kennenlernen. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, keine Sorge, I got your back. Guck dir dieses Video dazu an.